Ich heiße Sie, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unserer Forschungswerkstatt sehr herzlich willkommen. Wiederum ist die aktuelle Ausstellung, in welcher Dokumente aus der Adolf-Loos-Sammlung der Wien-Bibliothek hier in den Loos-Räumen präsentiert werden, Anlass für einen Livestream. Nachdem wir uns das letzte Mal Themen der Loos-Forschung im Museum für angewandte Kunst und im Adolf-Loos-Archiv der Albertina rund um das 150-Jahr-Jubiläum gewidmet haben, wenden wir uns heute Fragen betreffend den privaten Adolf Loos zu. Loos war dreimal verheiratet. Hinzu kamen außereheliche Beziehungen, aber auch Kontakte zu Frauen, die einen freundschaftlichen Charakter aufwiesen. Zudem bewegte er sich auch privat in zahlreichen Netzwerken und Kreisen. Stoff genug, um diesen Aspekt in unserem Format zu behandeln. Miteinander ins Gespräch kommen Silvia Mattel-Wurm und Katharina Prager. Silvia Mattel hat gemeinsam mit mir die genannte Ausstellung kuratiert und ist auch Mitherausgeberin der begleitenden Publikation. Im Begleitband hat sie sich ausführlich mit der Biografie der bis dahin noch wenig bekannten Bessie Bruce befasst. Katharina Prager baut den Bereich der Digital Humanities an der Wien-Bibliothek auf. Sie hat aber auch jahrelang zu Karl Kraus und seinen Kreisen geforscht. Als profunde Kennerin des Umfeldes, in welchem sich Adolf Loos und Karl Kraus bewegten, wird sie durch das Gespräch begleiten. Unsere heutige Veranstaltung trägt den Untertitel »Zwischen Euphorie und Ernüchterung«. Gibt es diese Dichotomie schon in vielen Aspekten des Architekten und Gestalters, wenn Loos von den einen zum Messias der Architektur erhoben, von den anderen jedoch attackiert oder entzaubert wird? So existiert sie erst recht in seinem bewegten und unsteten Privatleben. Da müsste vieles untersucht werden, wenn man über den privaten Loos arbeitet. Die Palette reicht vom Loos und seinem schwierigen familiären Umfeld, dem Elternhaus, den komplexen Krankengeschichten, die sich nun auch durch die Loos-Sammlung der Wien-Bibliothek erhellen, oder auch bis hin zum Strafprozess gegen Loos aus dem Jahr 1928. Wir möchten uns an diesem Abend aber neben einigen Ausführungen zum gesellschaftlichen Umfeld des Privatmannes Adolf Loos, vor allem dem Aspekt der Ehen- und der Frauenbeziehungen, konzentrieren. Ja, dann wünsche ich einen schönen Nachmittagabend. Ich freue mich, dass Sie hier zuhören. Ich freue mich, mit dir, Silvia, dieses Gespräch zu führen. Wir haben uns in den vergangenen 10 Jahren parallel und immer wieder in engem Austausch mit Karl Kraus und Adolf Loos befasst, die ja hier in der Wien-Bibliothek zwei ganz zentrale Figuren sind. Wir sagen manchmal auch ein bisschen witzelnd die Säulenheiligen der Bibliothek, an denen wir uns nicht nur kultisch, sondern auch kritisch abarbeiten. Im Falle von Kraus hatte ich ja das Glück, unter deiner Direktion in einem großen Projekt involviert zu sein, wo es um die Neuaufarbeitung des Nachlasses ging, um eine digitale Aufbereitung von großen Teilen des Kraus-Archivs auf Karl Kraus Online, aber dann auch auf eine Ausstellung. Das Ganze lief auf eine Ausstellung zu 2018 und einen großen Katalog, und jetzt hat mich das sozusagen noch weitergetragen zum Kraus-Handbuch, das heuer erscheint und auf das ich mich jetzt schon sehr freue, vor allem, dass es fertig ist. Wie der Gerhard schon gesagt hat, geht es heute nicht um Kraus, der soll so ein bisschen, damit versuche ich dir eigentlich einen Rahmen zu geben für Adolf Loos. Und wir befinden ja uns auch hier in den sogenannten Loos-Räumen der Wien-Bibliothek, und mit Blick auf die Kataloge, die uns der Rahmen auf das Poster zur Ausstellung oder das Sujet zur Ausstellung, und mit Blick auf auch diese Wohnung, würde ich dich mal bitten, uns vielleicht ein bisschen zu situieren, wo wir hier sind und was sich um Loos alles getan hat in den letzten Jahren. Gerne. Also ich bedanke mich auch für die Einladung sehr herzlich, hier dieses Gespräch mit dir zu führen, eben über ein wenig über Karl Kraus, aber auch Adolf Loos natürlich im Mittelpunkt. Und ich muss ein wenig ausholen, wann hat diese Beziehung der Bibliothek zu Adolf Loos begonnen.
wann ist sie intensiver geworden? Also sehr intensiv geworden ist sie 1991, als die Musiksammlung hier eingezogen ist. Man hat diese Wohnung abgelöst einer privaten Familie, Boskowitz-Wessner, und hat sie grundlegend renoviert, restauriert, hat das Loszimmer, ein Speisezimmer, zugänglich gemacht, öffentlich, weil man gemeint hat, hier ist eine international wichtige Sammlung herinnen und es werden auch internationale Gäste erwartet. Und man hat das damit öffentlich gemacht. Das war eine Besonderheit in Wien, weil es gibt ja ganz wenige Beispiele von Loszimmern oder Wohnungen, die öffentlich zugänglich sind. Eine davon eben diese hier in der Batensteingasse. Was mich immer ein wenig gestört hat, als ich hier begonnen habe zu arbeiten, das war dann 2004, dass wir eigentlich nicht gewusst haben, wem diese Wohnung gehört hat, beziehungsweise wir hatten keine Informationen zum Bauherrn. Und daher habe ich mich dann ziemlich Jahre später mal auf die Reise bewegt und habe ein wenig zur Wohnung geforscht. Und da sind sehr, sehr interessante Dinge herausgekommen, nämlich dass kein originäres Interieur ist, das nicht vorher schon in einer anderen Situation aufgebaut gewesen ist, und dass diese Situation, dieses Interieur eben 1927 hierher übersiedelt ist. Man hat das vielleicht 1991 nicht so wahrgenommen, diesen Fall, aber und hat vielleicht in der Ablöse dieser Wohnung sich auch gar nicht getraut, irgendwie das festzustellen. Aber eben 2011, 12 sind dann Rechnungen aufgetaucht, die das sehr, sehr intensiv belegen. Und wir haben dann auch eine sehr schöne Publikation dazu gemacht und haben zum Bauherrn Boskowitz sehr viel geforscht. Und das ist vielleicht der springende Punkt bei dieser Wohnung. Die Forschung hört nicht auf. Wir haben das jetzt einmal eben 13 publiziert, aber es tauchen immer wieder Dinge auf, die diese Forschung auch wieder vorantreiben. Ich verweise auf dieses Gemälde hier zum Beispiel. Wir haben in Vorbereitung dieser jetzigen Ausstellung zum 150. Geburtstag von Loos haben wir uns noch einmal zur Familie Boskowitz-Wessner begeben, die ganz hier in der Nähe wohnt. Und da hat sich plötzlich, was beim ersten Mal gar nicht vorhanden war oder nicht fassbar war, dieses Porträt aufgetan. Charlotte Boskowitz ist die Gattin des Bauherrn und es ist ziemlich sicher 1907 angefertigt worden, von einem, sage ich nun einmal, Maler der zweiten, dritten Reihe, von Oskar Hermann Lamb. Und es hat ehemals in dieser ersten Wohnung Boskowitz gehangen, in der Frankgasse. Also es tun sich immer wieder Dinge auf, das ist recht interessant. Jetzt habe ich zum Beispiel auch ein Kunstwerk besichtigt, das ehemals in dieser Wohnung gehangen ist, einen Georg Raphael Donner. Und dann rede ich mit dem Besitzer und sage, ja, das ist ja in unserer Versicherungspolize drinnen, die wir in unserem Archiv haben. Also es wächst und wächst und wächst, diese Forschung. Es war natürlich besonders interessant und wichtig, als wir 2008 den Nachlass übernommen haben. Das waren an die 2500 Schriftstücke. Ich habe damals auch sehr gehofft, dass etwas zur Wohnung sich in diesem Nachlass befindet. Da war allerdings kaum etwas dabei, also kaum Hinweise auf diese Wohnung. Ja, die Ausstellung zum 150. Geburtstag ist eine der wenigen, die wir haben. Wir haben im Vorfeld schon ein Buch herausgegeben zu diesem Nachlass, das hier ganz prominent irgendwie aufgestellt ist, wo wir
Teile dieses Nachlasses in Einzelobjekten vorstellen. Ich glaube, es sind 68 Einzelobjekte, aber wo wir auch die Los-Community eingeladen haben, zu einzelnen Themen zu schreiben. Es ist zum Beispiel bei den Schriften, das hat Gerhard Murauer in seinem Vortrag damals ausgeführt, ist ein Beitrag zu Gustav Klimt aufgetaucht. Und den haben wir, da haben wir Tobias Natter, der Klimt-Spezialist ist, lange Zeit in Belvedere gearbeitet hat, gebeten, sich dieses Textes anzunehmen. Oder wir haben Bernadette Reinhold gebeten vom Oskar Kokoschka Archiv, die Briefe, die mit diesem Nachlass, die Oskar Kokoschka Briefe zu analysieren und auch in einem Beitrag zusammenzufassen. Und so geht es dahin. Also wir haben wirklich die Crème de la Crème gebeten, hier mitzutun. Markus Christen vom Albertina Archiv ist ja einer der Mitherausgeber des Bandes. Genau, also das war ja auch in der Vorbereitung für mich ein ganz wichtiges Buch, das ich da immer wieder durchgeblättert habe. Wir haben uns ja heute vorgenommen, jetzt über das Privatleben genauer zu sprechen. In den letzten 5-6 Jahren war da immer dieser pädophilen Prozess von 1928 so etwas, was sozusagen ganz aufregend damit in Verbindung gebracht wurde und was ja so an der Schnittstelle privat-öffentlich war. Das ist eigentlich ein riesiges Thema. Andreas Brunner hat, glaube ich, im Katalog dazu geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter anderem, in dem Los für recht typische Praktiken dieser männlichen Wiener progressiven Intellektuellen verurteilt wurde, nämlich sich an Kindern, ich sage jetzt mal Kinder aus ganz anderem Milieu, er sagt selber Proletarierkinder, sexuell zu vergreifen. In seinem Fall waren diese Kinder auch nach damals geltendem Strafrecht zu jung. Bei Karl Kraus gibt es ja eine ähnliche Geschichte mit Irma Kaczewska, einer 14-jährigen Hausmeisterstochter, die sich in den Grenzen der damaligen Legalität bewegt, trotzdem natürlich mehrfache Abhängigkeiten ausnutzt, die Kraus anderswo aufgefallen wären, denke ich mir immer wieder. Es erscheint demnächst eine Habilitationsschrift von Sonja Matter, die sich mit diesem sexuellen Schutzalter des Kindes beschäftigt und die uns dann hoffentlich auch nochmal, wie du sagst, wir forschen ja immer weiter, nochmal Wissen und Hebel in die Hand gibt, um sich diesem ganz schwierigen Thema zu nähern, das ja nicht nur Los betrifft. Heute haben wir gesagt, belassen wir es bei dieser Vorrede und Erwähnung und gehen aber auf diese intellektuellen Kreise oder kommen sozusagen auf seine Freunde zu sprechen. Ich habe Kraus schon erwähnt oder wir haben Kraus schon mehrfach erwähnt. Es gibt da auch noch Oskar Kokoschka und Peter Altenberg, von denen wir auch, über die wir sozusagen auch viel wissen, welche Wege die so beschritten haben in ihren Beziehungen, wie auch immer sich die da gestaltet haben. Die gehörten alle zu einer Art inneren Kreis um Los. Wichtig ist ja auch, dass sie Ideen verbunden haben, progressive Ideen, lebensreformerische Ideen. Wie stellst du dir denn diese Freundschaften so vor? Also man sieht die immer so ein bisschen skizzenhaft auf dieser bekannten Skizze von Edward Timms, die Wiener Kreise, wo sie sich da so um die Namen clustern, aber ja, was denkst du, ist da das Wesentliche daran gewesen für diese? Naja, ich glaube, dass es einen sehr intensiven inneren Kreis gegeben hat. Ja? Also einen Kreis, natürlich ganz zentral Karl Kraus mit seinem Tisch, wo man auch teilnehmen konnte, mit Oskar Kokoschka, der auch ein näherer Planet ist und den ja Los sehr, sehr verehrt hat. Peter Altenberg gehört dazu. Am Beginn, Peter Altenberg ist sicher eine singuläre Figur. Er hat immer wieder die Frauen auch entdeckt, die dann später, und zuerst verehrt, die dann später Adolf Loos geheiratet haben. Und weil du das angesprochen hast, auch mit den jungen Frauen, und dass wir den Prozess ausklammern, wir haben ja einen ähnlichen Fall bei Peter Altenberg zum Beispiel. Es gibt diese
wunderbare Sammlung an Fotografien im Wien-Museum, mit denen er im Grabenhotel sein Zimmer austapeziert hatte und wo alle diese späteren Frauen von Adolf Loos auch abgebildet waren, fotografiert waren in jungen Jahren. Ja, zu Oskar Kokoschka ist vielleicht zu sagen, dass Loos ihn extrem gefördert hat. Mhm. Er hat ihn ja dermaßen unterstützt, dass er ihn zum Beispiel in die Schweiz mitgenommen hat. Bessie Bruce war dann schon in einem Sanatorium und dort hat Oskar Kokoschka in der Nähe der Villa Karma im Übrigen seine Bilder gemalt von, also die Adolf Loos zeigen, die Bessie Bruce zeigen, die auch Patienten aus diesem Sanatorium zeigen. Und diese Bilder wurden dann auch über Vermittlung von Kraus Loos bei Herbert Walden in Berlin 1910 ausgestellt. Ja. Das gibt es also schon sehr enge Verbindungen mit Herbert Walden, mit Else Lasker Schüler auch, also das ist zwar sehr anekdotenhaft, aber auch sehr typisch, die den Adolf Loos als Gorilla bezeichnet hat, als Königsgorilla. Als Königsgorilla. Ja, da gibt es einen Aufsatz darüber. Und das ist so symptomatisch, weil Loos also in seiner Persönlichkeit immer sehr präsent war, in den Gesellschaften auch offensichtlich so aufgetreten ist, dass er Gesellschaften auch immer sehr beherrscht hat. Ja. Es gibt natürlich diesen Kreis um die Eugenie Schwarzwald, wo Kraus nicht so teilgenommen hat, weil er sie nicht, glaube ich, nicht so. Genau, ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz so sicher, aber jedenfalls weniger lieb als andere. Kokoschka ist dann nicht mitgegangen, aber Adolf Loos war sehr mit ihr befreundet. Er hatte auch die Wohnung in der Josef-Stetter-Straße für sie eingerichtet. Aber es gibt dann natürlich. Wollte ich schon Karl Kraus sagen, weil das so ähnlich ist. Aber Loos hat natürlich ganz einfach große Kreise gezogen. Ja? Es gibt einerseits den Kreis der Schüler, Richard Neutra, Finetti, Kulka etc. etc. Es gibt dann später die Pariser Kreise natürlich, die ganz international sind, wo man manchmal irgendwie ganz erstaunt ist, dass Loos mit all diesen Leuten in Kontakt getreten ist, angefangen von Le Corbusier, Brancusi, französische Schriftsteller, Tristan Tzara, da hat er natürlich gebaut. Und es gibt dann knapp vor seinem Tod natürlich auch diese intensiven Beziehungen zu den Pilsener und zu den Prager Kreisen, also zu den tschechoslowakischen Kreisen. Ja. Aber es ist, glaube ich, also weil du angesprochen hast, diese Kreise von Edward Timms zu Karl Kraus, ich glaube, das ist unglaublich, wenn man sich auch im Nachlass sind zum Beispiel Visitkarten auch vorhanden, Briefe natürlich zu den Bauten, zu den Bauherren. Ja? Das ist unglaublich, wie intensiv diese Kontaktnahmen gewesen sind. Also ich stelle mir den Loos immer so vor, dass er ständig in Bewegung war und immer offen, neugierig, aber dann auch sehr, natürlich sehr rigoros, sehr selbstbestimmt, auch manchmal sehr konservativ gewesen ist. Ja. Diese Strenge hört man ja auch vom Kraustisch. Also Kokoschka hat ja da, glaube ich, gesagt, es war immer ein bisschen wie bei einer Prüfung sitzen. Mhm. Aber ich denke mir, also zum einen diese Intensität der Netzwerke, die diese Darstellung von Timms, auch die Dynamik gar nicht so abbilden kann, das hat er ja selber gewusst, wie er das gezeichnet hat, weil da einfach so viel sich tut die ganze Zeit und diese, was ja auch sozusagen, ich meine, diese Herren haben ja alle ein sehr dezidiertes Anliegen,
und eins, das sie auch verbindet. Also sie wollen ja auf verschiedene Weise modernisieren oder kritisieren oder die Gesellschaft verbessern und da beziehen sie sich natürlich dauernd aufeinander. Was ich mich dann immer frage, ist, wenn die da wirklich gemeinsam an dem Kaffeehaustisch saßen und Kraus quasi bekannt ist als Platzhirsch und Loos als Königsgorilla, wer dann eigentlich geredet und wer zugehört hat. Also das stelle ich mir so alles in allem ein bisschen schwierig vor. Aber ja, ich denke mir, wer wahrscheinlich ziemlich sicher zugehört hat oder zuhören musste, wahrscheinlich auch so ein Stück weit so sozialisiert und erzogen waren, waren wahrscheinlich die Frauen, zu denen wir ja jetzt auch kommen wollten. Weil die ja dann später auch ganz viel aus diesen Kreisen überliefert haben. Also ich denke mir, die waren ja da sozusagen, also es waren sicher nicht nur die jungen Männer, wie du erwähnt hast, die da sozusagen gefördert wurden als Zuhörer eingeteilt, sondern dann auch die Zuhörerinnen. Ja, genau, die von diesen Freunden zu den Frauen. Ich habe mich zuletzt im Kraus-Handbuch eben mit der Herkunft von Kraus befasst und mit der Familie. Und diese Familiengeschichte ist ja etwas, was die Kraus-Forschung ganz lang nicht angegriffen hat. Also das war irgendwie, hatte zu wenig mit dem Werk zu tun, war vielleicht auch zu egal. Und ich war dann ganz irgendwie euphorisiert, weil wir hier ja auch von Euphorie und Ernüchterung reden, was für eine spannende Familie das ist. Und man erfährt sozusagen auch über die jetzigen digitalen Möglichkeiten, durch die Möglichkeit, die Adressbücher zu durchsuchen, Anno zu durchsuchen, so viele neue Dinge. Und ich habe zum Beispiel herausgefunden, und das hat mich ganz aufgeregt, dass Kraus' Schwester Malvine Weingarten eine Frauenaktivistin war, also im österreichischen Frauenverein aktiv war. Und ich habe mir gedacht, das hat dann schon noch wieder was mit dem Werk ihres Bruders zu tun, der ja sehr stark gegen die Frauenbewegung sich positioniert. Und ich habe dann begonnen, eben auch in die Autobiografien der Frauen wieder reinzulesen und habe mir gedacht, bei Loos wäre das wohl auch noch etwas, was es genauer anzusehen gelte, dieses recht schwierige Verhältnis zu seiner Mutter und überhaupt zu seiner Familie. Und das ist ja etwas, was vielleicht auch etwas durchaus Typisches ist für Genies, als diese sich ja da auch aufbauen müssen, um sozusagen ihre Arbeit zu tun, dass die ein Stück weit den Draht zur Verwandtschaft ganz kappen und auch sozusagen das als ganz unwichtig für ihr Leben deklarieren. Also da denke ich mir, das ist dann etwas, worüber man anders als bei den Frauen, die dann dieses Leben mitdokumentiert haben, also den Ehefrauen, also von denen spreche ich jetzt in erster Linie, nicht so viel weiß, aber wo wahrscheinlich manchmal noch so Reibungsflächen zu erfahren wären. Jedenfalls hat mich das bei Kraus sehr interessiert. Ja, und vielleicht davon jetzt das so ein bisschen als Impuls nehmend, wir haben da diese drei Autobiografien von Lina Loos, Elsie Altmann Loos und Claire Beck vorliegen. Das sind einerseits zeigen, ist das das, was wir ja auch unter privaten Loos verstehen. Bei der Claire Beck heißt sie auch Loos privat, also hat ja auch unserer Veranstaltung den Titel gegeben. Und zugleich ist das etwas, was sehr öffentlich präsent sind. Was denkst du dir zu diesen drei Autobiografien, bevor wir vielleicht noch auf die anderen Dokumente zu sprechen kommen, die es gibt? Naja, zuallererst einmal, glaube ich, muss man sagen, dass es sich um keine wirklichen Autobiografien handelt. Ja? Es sind autobiografische Skizzen, bestenfalls, und sie haben alle mit Adolf Loos zu tun. Genau, ja? Es sind eigentlich Biografien, oder? Also das Auto ist sehr klein. Ja, also noch am wenigsten kommt das im Buch von Lina Loos vor, also ein Buch ohne Titel. Da nimmt der Loos nur eine marginale Stellung ein wichtiger Part ihres Lebens, aber es überwiegt ihre übrige Karriere. Bei Elsie Altmann ist es schon ganz anders. Elsie Altmann hat ein Rohmanuskript irgendwann schon geschrieben, offensichtlich in Argentinien in der Kriegszeit oder in den 50er Jahren. Und das ist dann entdeckt worden und dieses Rohmanuskript hat ja dann zu der eigentlichen Biografie
verholfen, die dann, glaube ich, in den 60er Jahren, jedenfalls 64 bis 68 erschienen ist. Ja. Aber diese Biografie wird zur Gänze von Adolf Loos eingenommen. Es wird ihr ganzes Leben eigentlich von Adolf Loos bestimmt, bis sie zu dem Punkt kommt, was sie ja selber sehr schön schreibt, dass sie von einem Kind, sie hat ihn sehr jung geheiratet, zur Frau geworden ist und wo sie dann plötzlich sehr selbstbestimmt wird und auf die eigene Karriere auch sehen muss und da beginnt sie sich dann abzulösen. Aber da schreibt sie dann, also über ihren weiteren Lebensweg, das ist so verblüffend, schreibt sie eigentlich kaum etwas. Ja? Sie schreibt bis zum Bruch mit Adolf Loos und dann gibt es noch vereinzelte Dokumente, die ihren weiteren Lebensweg zeigen. Aber das wäre zum Beispiel ein großes Desiderat, irgendwie zu Elsie Altman einmal eine Biografie zu machen. Und bei Claire Beck ist es ja ein schmales Bändchen, Loos privat. Und das ist insofern, ist das ein wenig eine tragische Zusammenfassung dieser letzten Lebensjahre von Loos, weil da bindet sich eine junge Frau, die 34 Jahre jünger ist als der alternde und zunehmend kranke Mann, an Adolf Loos und er, wie formuliert man das am besten? Er benutzt sie eigentlich als seine Sekretärin und sie wird dann nach und nach in, das merkt man sehr schön in ihrem Schreiben, wird sie dessen gewahr und löst sich dann auch von ihm. Also was durch diese Biografien also auch möglich wird nachzuverfolgen, ist, dass Loos irgendwie ein Muster gehabt hat. Er hat immer junge Frauen gewählt. Die Lina war, glaube ich, 12 Jahre, 19 oder so. 12 ja. Jahre jünger. Sie heiraten alle mit ungefähr 20. Lina ist 12 Jahre jünger. Bei Elsie sind es dann schon über 20 Jahre, ich glaube 25 Jahre und bei der Bessie Bruce war natürlich, also die Lebensgefährtin war auch wesentlich jünger und bei der Claire Beck sind es 34 Jahre. Ja? Und alle machen natürlich eine enorme Entwicklung durch und können sich dann in der Folge eben von Loos auch ablösen, ja? Und ihren eigenen Weg gehen. Ja. Na, spannend, dass das auch so dreimal quasi so ein bisschen als Muster da liegt vor uns und ist sicher noch einiges an Analyse wert. Was ich jetzt aber so als Kontrastbeispiel, vielleicht ist das zu stark gesagt, aber du hast dich ja erstmal sozusagen mit den Funden, den Briefen von Bessie Bruce befasst und das ist ja sozusagen, so wie ich das gelesen habe, doch ein Stück weit eine andere Verbindung gewesen und interessanterweise ja auch die längste, die es in Loos Leben gab. Und genau, vielleicht müssten wir auch die Bessie Bruce ein bisschen präsent machen, weil die anderen drei, also Lina Loos als Schauspielerin, Elsie Altman Loos als Tänzerin und Claire Beck kennt man, Fotografin, glaube ich, ein Stück weit, aber... Ja, Bessie Bruce fällt insofern ein bisschen aus diesem Muster heraus, weil sie ist Engländerin, sie kommt als junge Frau nach Wien als Tänzerin. Mhm. Altenberg schreibt dann auch einen Aufsatz über die englischen Tänzerinnen in Wien. Da gibt es ja einige, die in den Wiener Nachtlokalen aufgetreten ist. Sie ist ein Working Class Girl, würde ich sagen. Ja. Sie begibt sich auf den Weg auf den Kontinent als Tänzerin und bleibt dann in Wien hängen, wird von Peter Altenberg entdeckt und sie heiraten nicht Adolf Loos, sondern sie wird seine Mistress, würden die Engländer sagen, seine Geliebte.
und bleibt das auch 10 Jahre lang. Böse Zungen würden ja dem Los hier unterstellen, dass er sich nicht bemüht hat, sie zu heiraten, weil sie kein Geld gehabt hat. Sie hat also überhaupt keinen finanziellen Background gehabt. Im Gegensatz zu guten Partien, die er ja vorher... Ja, im Gegensatz zu, sage ich nun nochmal, Elsie, die aus einer sehr wohlhabenden Familie gekommen ist, oder auch Caroline Oberdipfler, Lina Loos natürlich aus der Cafetiersfamilie, die Elsie, ihr Vater war Rechtsanwalt, und gut betuchte Familie, und bei der Claire Beck war es sowieso, es war eine industrielle Familie in Pilsen, die dem Los also sehr, sehr viele Aufträge auch verschafft hat. Ja. Und bei, es ist schon erstaunlich, dass diese Verbindung mit Bessie Brust dann relativ lange hält, fast 10 Jahre, und was mich auch immer ein wenig fasziniert, an ihrer Biografie, dass sie sich in diesem Kreis, ja, sie war ja auch bei diesen Stammtischen dabei, und da gibt es diese berühmte Reise 1913 nach Venedig, wo sie alle gemeinsam an den Lido fahren, gibt es Fotos davon, wo sie Peter Altenberg dabei ist, Karl Kraus, wo Trakl dabei ist, der dann auch zwei Gedichte schreibt, auf Los und auf die Bessie Brust, und Hermann Bahr ist da dabei, so, und im weiteren Kreis Ludwig von Ficker mit seiner Frau. Also das war eine sehr, sehr schöne Verbindung, und sie war offensichtlich auch in diesem inneren Circle, sage ich nun einmal, sehr anerkannt. Es gibt auch zahllose Fotos aus dieser Verbindung, Bessie am Semmering Schlitten fahrend mit Los. Semmering ist deshalb wichtig, weil sie sehr früh lungenkrank geworden ist und dann ihre Spätzeit hauptsächlich in Sanatorien verbracht hat. Und aus dieser Zeit, aus dieser späten Zeit, waren in diesem Nachlassteil auch 70 Briefe. Das sind Briefe, die eigentlich schon aus der Zeit nach der Beziehung zu Los entstanden sind. Es sind Briefe an Los, die eigentlich sehr redundant sind, weil sie die finanzielle Lage der beiden auch zum Inhalt haben. Los war zu dieser Zeit, hat er wenig Aufträge gehabt, also in der Spätzeit, davor hat er Bessie bestens versorgt mit Kleidern, mit Hüten, mit Schmuck, also sie haben aus dem Vollen geschöpft, aber dann kam eine Phase, wo er kaum Aufträge hatte. Und es ging aber um diese Rechnungen in der Sanatorien in der Schweiz. Und da lernt man eigentlich jetzt einen neuen Los kennen, nämlich einen, der sich in der Pflicht fühlt, für Bessie auch zu sorgen. Und das zieht er eigentlich durch. Er benutzt natürlich die Elsie auch dafür. Er zieht das durch bis zum, er lernt dann die Elsie kennen und heiratet sie auch. Und sie ist es, die auch Geld für das Sanatorium von Bessie Brust gibt. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, dass er sich wirklich bis zum Ableben mehr oder minder für sie verantwortlich fühlt. Das kommt aus diesen Briefen, wo sie immer Geld fordert, seine Präsenz einfordert, dass er sie doch besuchen kommen soll, wo sie verzweifelt ist, dass sie nach England zurückgehen muss zu ihrer Mutter, die doch nicht weiß, dass sie nicht verheiratet ist mit Los. Also das sind sehr interessante Komponenten in diesen Briefen. Ja, das kann ich mir vorstellen, ist ja auch nicht unschwierig, wenn man da sozusagen als die nächste Frau die Vorhergehende finanziell sozusagen unterstützen muss. Und zugleich gibt es bei Kraus, glaube ich, wieder ähnliche Muster, weil ja auch die besagte Irma Kaczewska
von der wir schon gesprochen haben, ja bis zu ihrem Selbstmord tragischerweise finanziell immerhin unterstützt wurde. Zwar auch, wurde auch versucht, sie gut bürgerlich zu verheiraten, aber ja. Na, Elsie ist überhaupt, wenn ich das noch vermerken darf, immer sehr abgestraft worden. Nicht nur einmal hat Loos auch verhindert, dass sie einen Karrieresprung gemacht hat. Die Lisa Fischer hat in dem Buch einen sehr schönen Beitrag geschrieben über die Frauen von Loos und hat das sehr schön herausgearbeitet, dass er eigentlich so ein antimodernes Männlichkeitsbild gehabt hat. Ja? Und er hat die Frauen, mit denen er verheiratet war, auch sehr stark benutzt. Er hat sie zu ihren Dolmetscherinnen gemacht, wie zum Beispiel die Elsie, musste immer mit ihm nach Paris fahren. Er hat dann ja dann in Paris gelebt, um zu dolmetschen. Und da hat er ihr schlicht und einfach manche Engagements auch verdorben. Ja, er hat sie ja dann auch organisiert, da und dort aufzutreten. Und sie hat dann oft recht, also wenn man ihrer Biografie auch glauben darf, recht billige Engagements angenommen, ganz einfach, damit sie wieder für die nächsten Tage Geld damit haben. Geld, ne? Reinkommt, ja. Loos hat ja überhaupt keine Beziehung zu Geld gehabt. Ja? Wenn es da war, hat er es ausgegeben in vollen Zügen, hat Freunde versorgt, Schönberg zum Beispiel oder auch Oskar Kokoschka, da war er immer irgendwie sehr, sehr großzügig, wenn er Geld hatte. Und hat nicht an den nächsten Tag gedacht. Ja? Und Elsie hat er schlicht und einfach dazu benutzt, dass sie in dieser Zeit, dass sie Geld herankarrt. Ja? Und das ist eigentlich eine recht tragische Geschichte. Ja? Ja, das antimoderne Frauenbild oder das sehr stark ihrer Zeit halt auch, dass der Mann ist der Kreative und an der Frau holt man sich sozusagen ein bisschen die Erneuerung und teils auch das Geld offenbar. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen diese Freunde und diese riesigen Netzwerke abgeklopft, die ja auch in eurem Katalog sehr präsent werden. Wir haben die verschiedenen Beziehungen und auch deren Niederschlag insgesamt drei biografischen Büchern, jedenfalls kann man sagen, uns angeschaut und auch, glaube ich, irgendwie deutlich gemacht, dass es noch viel zu entdecken gibt in dem Nachlass, der bei uns liegt. Vielleicht kommen wir jetzt zum Schluss, weil auch da gehe ich wieder mit Kraus den Impuls, da ist sozusagen kürzlich diese über 1000 Seiten Biografie von Jens Malte Fischer erschienen, nachdem glaube ich, Kraus schon öfter in sehr voluminösen Werken irgendwie Relevanz erfahren hat oder da quasi durchaus präsent ist immer wieder. Bei Loos, soweit ich das wahrgenommen habe, fehlt dieses biografische Standardwerk noch ein Stück weit, kann man das so sagen? Oder was sind denn deiner Meinung nach so die Gründe, warum das auch nicht... Es ist schon erstaunlich, seit diesem großen Buch von Burkhard Ruckschuh und Roland Schachel aus den 80er Jahren, genau, wirklich ein Standardwerk, eine Werkmonographie, sind viele Publikationen erschienen, also unter anderem, das ist das letzte Mal genannt worden, 2008 von Mack, ein sehr schöner Aufsatzband, Leben mit Loos, aber es hat eigentlich nie zu einer expliziten Biografie von Loos gereicht. Sie ist auch eine schwierige Sache, muss man sagen. Sie ist eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, der man sich da annähern müsste. Vielleicht Vorschlag wäre auch einmal einen Briefband zu veröffentlichen. Pfefflin hat so wunderbare Briefbände zu Karl Kraus gemacht. Ja klar, das sind immer die Vorgänger für solche. Wert auch zu Loos so etwas zu machen. Aber es müsste sicher ein voluminöses Werk werden. Ja? Weil man kann, glaube ich, man kann das Werk und die Person natürlich da gar nicht trennen. Aber ich habe so eine... Zu dieser Frage gibt es eine wunderbare Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf, in dieser kleinen
Biografie von Claire Beck trifft sie Emmy Ludwig. Und Emmy Ludwig war ein Biograf großer Männer. Ja? Und sie spricht ihn darauf an, warum es keine Biografie, ob er nicht eine Biografie zu Los schreiben möchte oder würde. Und er sagt drauf, Los ist nicht wichtig. Ja? Napoleon war wichtig. Er hat gerade eine Napoleon-Biografie geschrieben. Und Los ist nicht so wichtig. Also vielleicht ist jetzt eine persönliche Biografie, eine Biografie über das Private ganz einfach nicht so interessant wie bei Karl Kraus zum Beispiel. Ja, ja, da würde ich, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, gerade das zusammenzudenken, diese Ideen, die sich ja in seinem Werk auf verschiedene Weise verkörpern und dann aber auch die privaten Praktiken und dann dieser ganze Kontext, der da rundherum also sich abspielt und mit dem sie da im ständigen Austausch sind. Ich glaube, dass da schon sehr viel verhandelt wird. Die Frage ist, glaube ich, immer so ein Stück weit, wer nimmt das auf sich? Weil es sind alles diese Männer der Jahrhundertwende. Man hat schon auch das Gefühl, es sind Massen, die da produziert haben und einfach, so also wie du sagst, der war ständig in Bewegung und die Briefe, die er hinterlassen hat und die Gebäude, die er gebaut hat bei Kraus, sind schon einmal die 22.500 Seiten der Fackel, durch die man sich durchlesen muss. Also es ist immer so ein Uff. Also zum einen glaube ich, dass heute ganz viele Menschen Emil Ludwig widersprechen würden und zum anderen ist es die Frage, wer tut sich das auch an? Zum einen dieses Werk so in sich aufzunehmen, dass man kundig was darüber sagen kann, was ja dann quasi auch wieder andere Expertise erfordert, als zu schauen, wie sehen Geschlechterbeziehungen aus, wie sieht sein Privatleben aus, was braucht man wieder andere Zugriffe auf die Familie und das, glaube ich, alles klug zusammenzudenken und in einer Biografie zu strukturieren, dass das eben, ich finde ja 1000 Seiten auch wahnsinnig viel und schon anstrengend, also die Frage ist auch, ob es auch einmal schmäler geht. Ich glaube, das ist alles nicht leicht und trotzdem aber ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, alles, was vom Werk oder sozusagen von anderen Bereichen herkommt, doch diesen wichtigen Aspekt, um den wir uns da heute gekümmert haben, immer ein Stück weit außen vor lassen muss. Und da gibt es, glaube ich, noch viel zu entdecken, wenn du das ähnlich siehst. Ja, ich glaube, vorbildhaft ist natürlich die Plattform, die du geschaffen hast. Genau, und das wäre eigentlich auch bei Los vorstellbar. Es ist ja der Bestand zu Los sehr inhomogen. In der Albertina ist vieles, im Mack befindet sich etliches. Bei uns gibt es ja nicht nur diesen Teilnachlass Franz Glück, über den wir hier publiziert haben, sondern es gibt ja sehr, sehr viele andere Briefe noch, die viel früher ins Archiv gekommen ist. Und es gibt an verschiedensten Stellen Materialien. Und es wäre ganz einfach schön, dies auch durch eine Plattform, an der mehrere Leute auch arbeiten, diese Materialien einmal zu vernetzen und zusammenzuführen. Das würde vieles, glaube ich, erleichtern. Und die Technik macht uns das heute ja auch schon leichter. Ja, das stimmt. Das ist immer etwas, wo man große Sprünge heute machen kann, die, glaube ich, früher noch nicht so möglich waren. Genau, aber das heißt Digitalität, Briefedition und dann Losbiografie, das wäre der Weg, den wir da jetzt quasi vorgeben. Und damit würde ich mich auch bedanken und ich bedanke mich noch einen schönen Abend wünschen. Ich denke, ich spreche im Namen aller, also wir hätten euch noch den ganzen Abend hindurch beim Parlieren über Los zuhören können. Leider hat die Forschungswerkstatt einen begrenzten Zeitrahmen. Ich darf mich bei dir, liebe Silvia, liebe Kathi, bei euch bedanken fürs Vorbeikommen und für eure überaus spannenden Ausführungen und auch auf Ausblicke auf vielleicht mögliche Projekte, auch an der Wien-Bibliothek.
Damit sind wir am Ende dieser Forschungswerkstatt angelangt. Ich darf Sie noch kurz auf unsere weiteren Aktivitäten rund um die Ausstellung, die, so der Lockdown zu Ende geht, noch bis 20. Mai hier in den Losräumen der Wien-Bibliothek zu sehen ist. Im Mai werden wir in insgesamt 6 Terminen ein historisches Experiment starten und mit Los als Stadtführer, als Führer zu Architektur und Städtebau durch die Wiener Innenstadt und den 4. Bezirk ziehen. Wir haben eine in der angesprochenen Sammlung eine ganz spannende Quelle, und zwar eine Mitschrift hat sich erhalten, die ein Exkursionsteilnehmer 1913 und 1914 während jener Führungen anfertigte, die Los für seine Schüler und für interessierte Privatpersonen angeboten hat. Der erste Dreierblock ist leider schon ausgebucht. Es wird jedoch gegen Ende Mai eine Wiederholung dieses Programmes geben, das wir in Kooperation mit Ralf Bock und dem Verein Architekturerbe gestalten. Wenn Sie Interesse haben, informieren Sie sich bitte über die Homepage der Wien-Bibliothek oder fordern Sie auch unseren Newsletter an. Meine Gäste und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und wünschen noch einen guten Abend.